So, läuft der Scheiß jetzt überhaupt schon? Ah ja, er läuft. So, Freunde, ich versuche euch heute mal was beizubringen. Und zwar mache ich ein Tutorial, wie man die Stimmen aus einem DVD-Film entfernt, so dass man ihn nachher selber dubben kann, also selbst synchronisieren kann und so auch halt Parodien machen kann, wie Cold Mirror zum Beispiel mit Harry Potter und ein Stein oder wir mit High School Musical, nicht noch eine High School Musical-Parodie. Es klingt halt wirklich immer cooler, wenn man die Originalmusik mit drin hat, die Original-Soundeffekte und dann halt nur seine Stimme reinmischt, dann klingt halt, finde ich, lustiger und voller und überzeugender. Und ja, wir brauchen dazu einige Programme. Das heißt, wir brauchen einmal den kleinen Fuchs hier unten, AnyDVD. Der hilft uns dabei, den Kopierschutz unserer DVDs zu umgehen. Ich arbeite heute mit Charlie St. Cloud, übrigens, im Zac Efron-Film. Und brauchen dann weiterhin WOP to MPEG, das ist hier unten schon geöffnet. WOP to MPEG ist Freeware, glaube ich. Man kann sich eine Pro-Version holen, aber die Free-Version reicht vollkommen aus. Damit kreieren wir ein MPEG-Video von der DVD, die wir bei uns ins DVD-Laufwerk in den Rechner schieben und haben dann letztendlich ein MPEG mit 5.1-Ton, was extrem wichtig ist, dass wir den 5.1-Ton haben. Das heißt, es funktioniert auch wirklich nur mit. Also die Variante, die ich hier zeige, nur mit Videos, die 5.1-Ton haben. Das heißt, wenn ihr eine DVD habt, müsst ihr hinten mal drauf gucken, ob ein 5.1-Ton dabei ist oder nur ein 2.0, also ein Stereo-Ton. Damit wird es dann leider nicht funktionieren. So, wir gucken uns das mal jetzt hier an. So sieht das Programm aus. Ich sage, öffne DVD, gehe auf meinen Computer, Charlie St. Cloud, DVD habe ich bereits drin, Video-TS-Ordner und hier haben wir eine IFO-Datei, die öffnen wir. Dann sehen wir hier eine Million kleiner Sachen. Es sind hier 2 Minuten, 3 Minuten, 14 Minuten. Sind Bonusmaterialien und so weiter, Trailer, Sachen, die sonst auf der DVD drauf sind. Wir brauchen aber die 1,5-Stunden-Datei. Genau, das ist der Hauptfilm. 1 Stunde 35 noch was. Ist ja logisch. Die längste Datei wird der Hauptfilm sein. Hier hinten wählen wir aus, welche Sprache wir haben wollen. Und ganz wichtig, dass wir 6 Kanäle, also 5 plus 1, 5.1, 6 Kanäle auswählen. Mit 2.0 wird es nicht funktionieren. Ich will jetzt hier die englische Tonspur haben. AC3 ist erstmal unwichtig für euch, was das bedeutet. Das ist ein Audioformat. 6 Kanäle. Das wählen wir so aus. Suchen uns hier einen Output-Ordner, wo wir es hinspeichern wollen. Ich nehme jetzt den Desktop und klicken dann Start Extraction. Und dann beginnt er munter, ich habe es hier unten schon mal angefangen, umzurechnen. Das dauert insgesamt vielleicht so 7 bis 10 Minuten. Und dann kreiert er hier ein tolles MPEG mit 5.1-Ton. In der Zeit erkläre ich vielleicht nochmal kurz die Grundlage, wie wir überhaupt arbeiten werden. Wir werden 5.1-Ton aufsplitten. Das heißt, in alle 6 Kanäle einzeln abgreifen. Und da ist wichtig zu wissen, dass man ja vorne einen Kanal hat. Das ist der Center-Kanal, also das Zentrum, alles, was von vorne aus der Mitte kommt. Was dann meist ist Sprache und laute Soundeffekte. Dann haben wir zwei Kanäle links und rechts vorne, worauf wir laute Soundeffekte haben, laute Musik und hinten links und rechts nochmal 2 Kanäle, wo wir leise Hintergrundmusik haben, meist instrumental, auch wenn Lieder gesungen werden, haben wir hinten die Instrumental drauf. Und leise Soundeffekte, also nicht nee, Soundeffekte, nicht wirklich Atmo eher, also sowas wie Windrauschen, Knistern von Blättern und so. Ja, und halt die siebte Box, Quatsch, die sechste Box ist von der Subwoofer und der ist für die Bässe da. Den drehen wir auch ordentlich hoch, weil die Bässe meist geschluckt werden, weil wir nachher den Center-Kanal, wo die Stimme drauf ist, rauskicken. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges? Natürlich spart ihr euch jetzt hier diesen ganzen Extraktionsquatsch hier, wenn ihr schon auf dem Rechner irgendeine Datei im 5.1-Format, Quatsch, in ein Videoformat habt, mit 5.1, zum Beispiel eine MKV-Datei oder so. Ihr müsst ihr halt nur gucken, dass ihr das MKV-Format in so ein MPEG oder
WMV oder MP4 umwandelt, mit dem Sony Vegas dann klarkommt. Weil letztendlich werden wir gleich unser MPEG in Sony Vegas schmeißen. Das ist dann übrigens das dritte Programm, das wir brauchen. Und vorher werden wir den Ton aufsplitten mit XMedia Record. Das ist ein Freeware-Programm und das vierte Programm. Also insgesamt brauchen wir vier Programme. AnyDVD für den Kopierschutz. WOP to MPEG, was hier gerade läuft, um DVD in MPEG umzuwandeln mit 5.1 Ton. Dann XMedia Record, um aus dem Video den Ton zu extrahieren, in alle sechs Kanäle aufzusplitten und nachher in eine WAV-Wave-Datei, wie auch immer ihr es nennen wollt, abzuspeichern. Und Sony Vegas, um nachher Video und Audio zusammenzufügen. Und ja, also ich synchronisiere da drin auch, also da drin zu dubben. Any DVD kann man 21 Tage kostenlos testen. Sony Vegas kostet ein bisschen was. Muss man mal bei eBay gucken, dass man eine günstige Version abgreift. Das aber kostet aber alles nicht die Welt. Und falls ihr andere Möglichkeiten findet, diese Programme ohne Geld zu verwenden, dann beglückwünsche ich euch. Mehr sage ich dazu mal nicht. So, wir warten, wir warten, wir warten. Es ist gleich fertig. Habe ich erwähnt, dass ich mit Charlie Saint Cloud arbeite? Es ist übrigens ein UK-Import. Ich kann jetzt ein bisschen Anekdoten erzählen, bis die Scheiße hier fertig ist. UK-Import, ich habe alle Zac Efron-Filme nur als UK-Import. Denn Zac Efrons deutsche Synchronstimme ist scheiße und passt überhaupt kein Stück zu ihm. Und er wird gesprochen von Daniel Schlauch, der bekannt ist aus als Ruffy the Monkey aus One Piece zum Beispiel. Er spricht wirklich sonst Comic-Kram und Anime-Scheiß und passt absolut nicht auf Zac Efron. Erst recht nicht mehr nach High School Musical, wo er wirklich erwachsener geworden ist und immer noch mit dieser nervigen, quäkigen Stimme reden, das ist zum Kotzen. Diese Stimme parodieren wir übrigens auch in nicht noch einer High School Musical Parodie. Darum klingt Zac Efron bei uns immer so schön quäkig und quietschig. So, mach mal hin, 1% jetzt hier noch. So. Ding, 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 ding. 100%. Und jetzt muss nur noch eine Okay-Meldung kommen. So. Fixing Timestamps. Ach komm, mach doch. Oh nein. Jetzt dauert die Scheiße hier nochmal ein bisschen. Ich hoffe nicht zu lange. Ja. So, die Übertragung ist fertig von DVD auf Desktop. So, dann schließen wir mal unseren Spaß und gucken hier mal rein. Ihr seht natürlich gerade nichts. So, schauen wir mal. Alles da, ganz normal. Schön, 5.1-Ton, bla bla bla. Wir benennen uns das mal eben um, dass wir hier den Überblick nicht ganz verlieren. Und zwar ist das jetzt Charlie Saint Cloud. Los. So. Schmeißen hier einen neuen Ordner auf den Desktop. Das sollte natürlich alles immer in eurer ordentlichen Struktur passieren. Tutorial. Opa. Das sieht nicht gut aus. Tutorial. Charlie Saint Fender. Ready. So. Oh, was hängt sich der Scheiß jetzt auf hier? Manchmal hasse ich meinen Rechner. So. Dieses dumme Ding. Ja, du da rein. Oh, nein, da muss er nachdenken. Hä? Wie kriege ich die Data? Oh, mein Rechner ist mir gerade schon wieder für ein Problem hat. Schon wieder maßlos überfordert, der Bengel. So, den Kram haben wir hier drin. Dann brauchen wir jetzt unser drittes Tool und zwar XMedia Record. Da ist es. Es öffnet. Nein, möchten wir nicht. Ich suche mir jetzt einfach mal vorher hier schon. Suche ich mir vorher jetzt schon irgendeine Szene? Nein, das ist egal.
Wir lassen das jetzt gleich einfach umrechnen. So, importieren uns den Kram. Format wählen wir ein WAV, WAVE, wie auch immer ihr es nennen wollt. So, wir haben WAVE, Dateiendung, WAVE, Codec nichts, bla bla bla, 5.1, Audio, jetzt wird's wichtig. Wir müssen hier unten unbedingt auf 5.1 gehen, nicht auf Stereo lassen, weil sonst funktioniert's nachher nicht. Hier lassen wir alles so, konvertieren, bla bla, 6 Kanäle, haben wir alles. Hier könnten wir die Anordnung der Kanäle ändern, wollen wir nicht, lassen wir alles so. Filtervorschau brauchen wir auch nicht. Hier unten, wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Zeit oder keine Lust habt, das komplette Video zu ändern, könnt ihr euch vorher eure Szene raussuchen, meinetwegen ist es von Minute 10 bis Minute 15, dann gibt mir hier ein von Minute 10 bis Minute 15, also wie gesagt, dann konvertiert ja nur den Part. Wollen wir nicht, alle Einstellungen sind fertig, Job hinzufügen und dann blinkt Codieren hier, also jetzt kann man es anwählen und wir drücken Codieren. So, dann rattert der ganze Spaß jetzt einmal hier durch. Das geht auch relativ flott. Und dann geht gleich die große Chaise los hier, ne? So, ja, jetzt sitzen wir hier und warten kurz. Ach, ich hasse Ladebalken. Ich glaube, ich werde den Scheiß hier nachher einfach vorspulen im Video. Sonst dauert das ja ewig. Es geht ja mal, das hält man ja nicht im Kopf aus. So, nun ist der Kram hier gleich fertig. Ich kann euch ja schon mal zeigen, wenn ihr auf dem Rechner irgendwelche Dateien habt, wie ihr herausfindet, ob ihr 5.1-Ton habt und ob es dann möglich ist, diese Methode anzuwenden. Ihr macht einfach Rechtsklick. Entweder macht ihr es über den VLC-Player. Gibt zwei Varianten. Entweder öffnet ihr es halt normal im VLC-Player. Ach, die Umwandlung ist fertig. Gehen wir gleich drauf ein. Entweder VLC-Player, Extras, Codec-Info und dann steht dies hier, zwei Kanäle Audio, zwei Kanäle. Also würde es nicht funktionieren, weil hier haben wir nur einen Stereoton. Öffnen wir jetzt aber unser Video von der DVD und gehen dann unter Extra Codec-Informationen. Typ, Audio und AC3 sagt uns, wir haben 5.1 Ton. A5.2. Ja, wie auch immer. Das finde ich ein bisschen umständlich, wenn man nicht so viel Ahnung hat. Sollte man sich doch lieber Media Info runterladen. Das ist so ein kleines Mini-Tool, kostenlos. Das verankert sich automatisch hier drin. Dann kann man Media Info klicken und hat alle wichtigen Codec-Informationen zu seinem Video. Ist für Anfänger wirklich besser, sage ich mal. Also ich komme auch mit dem VLC klar, aber hier ist es halt, hier steht direkt, ihr habt eure 6 Kanäle im Audio und darauf kommt es ja letztendlich an. Das könnte ich hier auch machen. Media Info, hier steht Error, nur 2 Kanäle, damit geht's nicht. So, wir haben jetzt unsere WAV-Datei 5.1, WAV-Datei und hat sich jetzt hier hingespeichert. Dann klicken wir Öffnen. Was ist hier denn alles drinne? Nur Schmarrn, Nicki Minaj, Charlie St. Cloud, das ist auf jeden Fall das, was wir brauchen. Schneiden das aus, hauen uns das hier mit rein und haben jetzt hier in einer Datei, die relativ riesig ist, was auch logisch ist, denn es ist unkomprimierter Ton. Das heißt, MP3 ist ja immer ein komprimierter Ton und dadurch kleiner. Hier haben wir in einer Datei 6 verschiedene unkomprimierte Audio-Streams. Darum ist die Datei so riesig. Wir öffnen uns jetzt Sony Vegas. Ich arbeite mit Sony Vegas Pro 10, 64-Bit-Version, wie gesagt. Sage euch, dass es hiermit auf jeden Fall klappt. Mit allen Versionen darunter müsst ihr ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Ansonsten, wie gesagt, ich einfach mal bei eBay oder so umschauen, ob man irgendwo eine günstige Variante findet. Oder so bei Google. So. Sony Vegas Pro startet, X-Media Record brauchen wir nicht mehr. Wie funktioniert nicht? Fehlerbericht nicht senden. Du spinnst wohl ein bisschen, wa? Jetzt probiert er hier rumzumucken. Ist ja klar, wenn ich ein Tutorial machen will. Du Arsch. So. Ah, jetzt öffnet es sich. So, unser Standardfenster.
man muss nicht mal ein 5.1-Projekt anlegen, das finde ich hier so herrlich. Man zieht einfach diese WAF-Datei hier rein und hat dadurch sechs Tonspuren mit allem, was das Herz begehrt. So, jetzt fängt natürlich erst die richtige Arbeit an, Freunde. Also wir kloppen uns, also ich gebe mal hier oben erstmal unsere Parameter ein. Wir haben von einer DVD gezogen, eine DVD ist immer 25 FPS, anders geht's gar nicht, außer ihr habt eine NTSC-DVD. Das war aber eine, pa also eine, die werdet ihr hier in Europa nicht finden. Die gibt's im Amiland, aber normale PAL-DVD steht auch auf eurer DVD, ob es PAL ist oder NTSC. Legt ihr an in einem PAL-DV. Normale Standardauflösung 25 FPS Projekt an. Okadoka. Importieren unser Video mit zu. Ah, nein, das machen wir nicht. Das könnte jetzt nämlich erstmal verwirren. Wir untersuchen erstmal schön die Audiokanäle und ich zeige euch, was hier so abgeht. Dim, dim, dim. Wenn der Scheiß hier mal fertig ist, irgendwann. Ja, das dauert ein bisschen. Das sind ja, wie gesagt, auch schließlich 3 GB oder so, mit denen er jetzt erstmal klarkommen muss. Schwuppdiwupp ging das schnell. So. Und jetzt horchen wir hier mal blind rein. Das sieht gut aus. Das nehmen wir jetzt. Erster Kanal. Wir haben Hintergrundgeräusche. Wir haben SFX, wir haben Musik drinne. Das spricht sehr dafür, da man auch hier den Ausschlag sich mal angucken kann. Also es ist eigentlich immer gleich verteilt. Wir haben hier vorne links, vorne rechts. Ich bezeichne die gleich mal. Links, rechts. Das laute Ding sind, also hier habt ihr fast identisch dasselbe drauf. Was hier sind zum Beispiel Unterschiede drin, das sieht man ja in der Waveform. Hier hat man lauteres Klatschen drin als hier. Und darum bastelt man sich das nachher ein bisschen zusammen so. Aber das ist erstmal unwichtig, wir beschreiben erstmal weiter. So, hier haben wir drin Stimme. Stimme und man hört laute SFX, sowas wie Schritte, Gläser und so weiter. Sowas zum Beispiel. Ich mach mal hier lauter, dann sonst hört ihr das, glaube ich, schlecht. So, ja, das ist auf jeden Fall Stimme. Das heißt, das ist die Centerbox. Das kommt von vorne. Man guckt sich das nochmal an. Die sind beide fast identisch. Daraus kann ich, also ich kann es euch jetzt schon verraten, ohne lang rumzurätseln. Das ist hinten rechts und also R steht für Rear und R ist Right Rear, Left Rear und Right Rear. So, und das Ding hier, wo man nur Punkte sieht und irgendwas, ist Bass. Das ist praktisch das, was der Subwoofer nur wiedergibt. Man hört sehr wenig. Das Ding würde ich immer volle Pulle auf 12 dB aufdrehen zur Verstärkung. Ich weiß gar nicht, ob man es nachher hört. Es sind halt wirklich nur Bässe. Lassen wir aber drin. So, um jetzt. So, jetzt haben. Ich muss mich erstmal selbst sortieren. So, jetzt holen wir erstmal unser Video dazu, dass wir sehen, was wir hier machen, was wir wie ausschneiden. Jetzt, das ärgert mich hier. Jetzt habe ich hier eine Audiodatei, die ich gar nicht haben möchte. Das ist nämlich das Standard, also alle 5 Kanäle auf ein Audio-Ding. Das möchte ich, brauche ich ja nicht mehr. Das heißt, ich löse erstmal hier oben Eventgruppen ignorieren, muss angewählt sein. Ist normalerweise nicht angewählt. Normalerweise, wenn es nicht angewählt ist, kleben die Dinger hier zusammen. Das nervt. Also sage ich Eventgruppen ignorieren und kann jetzt beide unterschiedlich behandeln. Sag du raus, also Rechtsklick löschen und habe jetzt halt nur noch hier alles so, wie ich es haben möchte. So. So.
Wichtig ist immer, da jetzt alle gleich laut sind, sind die Stimmen natürlich, also alle Spuren sind gleich laut, dadurch ist die Stimme natürlich am leisesten. Wir haben jetzt die linke Box und die rechte Box, die hintere linke und die hintere rechte, genauso laut wie einmal nur Stimme. Das heißt, eigentlich müssten wir ja viermal Stimme haben, um dieselbe Lautstärke zu erreichen. Daher werden wir immer nur einmal die linke verwenden, eine Monospur links von vorne und eine Monospur, wir können jetzt sagen, links nehmen wir auch, weil ich nehme mal rechts dann. Einmal rechts, einmal links ist komplett wurscht, ihr könntet jetzt auch die beiden nehmen. Hauptsache ist einfach nur, dass ihr eine von vorn, eine von hinten habt. Weil da manchmal doch unterschiedliche Infos noch drauf sind. Also, jetzt habe ich rechts und links. Gut, er soll sich hier mal auskeksen, aber wir können auch so schon anfangen. Wenn wir jetzt schauen. Ja, ja. Okay. I'll make a deal with you. Haben wir hier. Das klingt schon so ganz gut. Und wenn wir jetzt unsere Stimmen, unsere Center-Spur auf Stumm stellen, haben wir praktisch schon fast unseren, ich mach mal lauter, unseren Dub-fertigen Clip. Sieht man das? Hört man das? Ja, und dann kann man sie irgendeinen Schmarrn reden lassen. Nein, ich hab, ja doch, du hast, eine hässliche Mütze auf. Nein! Doch, das stimmt. Jetzt renn ich weg, das fand ich voll deprimierend, dass du meine Mütze beleidigst. Wie auch immer, so, jetzt könnt ihr irgendeinen Schmarrn reden. Jetzt habt ihr aber irgendwo, jetzt kommt nämlich der Feinschliff, Sachen, wo euch einfach was fehlt. Zum Beispiel, hier wo er rennt zum Beispiel, denke ich mal, werden wir, in der Center-Spur auf jeden Fall noch Geräusche haben, die nur auf links und rechts fehlen. Hier zum Beispiel. Was haben wir? Dann hören wir uns mal nur die Center-Box an. Stop! Da haben wir nämlich noch so Renngeräusche und so, und die brauchen wir natürlich auch. Das heißt, wir fangen jetzt an, sage ich mal, ich möchte nur diesen Clip, also vom. Dann suchen wir uns erstmal unseren Clip aus, den wir dubben wollen. Ich sag mal. Then let's do this. Wir nehmen jetzt einfach nur Stop. Ganz kleines Teil. Put your hand up, palms up. You see these white seams? Mm-hmm. That's the correct way to hold a baseball. So, bis hierhin sage ich jetzt einfach mal, ist unser Fan-Dub-Clip. Mache ich nochmal mit M eine Markierung. Mit M setzt man übrigens hier diese Markierung. Und sage, ich möchte von hier bis da alles haben. Scroll mal ganz nach unten und klick hier irgendwo in den schwarzen Bereich, dass alles nicht ausgewählt ist. Drück dann S zum Schneiden, um alle gleichzeitig zu schneiden. Und an dieser Stelle auch nochmal S, um alle gleichzeitig zu schneiden. Zoom ein bisschen raus, mach mir das hier mal größer, dass ich alles sehe. Und wähle hier oben dieses alle markier bla 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 an. Und lösch mir raus, was ich nicht mehr brauche. Hab jetzt hier nur meinen Fan-Dub-Clip. Ziehe ich mir hier mal nach vorne. Das möchte ich nachher dubben, das möchte ich perfekt haben. Und mach mir das wieder relativ groß. Und jetzt fange ich an, Then let's do this. Hier die Stimmen rauszuschneiden, nur aus der Center-Spur. Dass ich nachher aber noch Stop. Meine ganzen Renngeräusche drin habe. Und wie man sieht, fehlt jetzt hier was, ne? Das ist ja, er läuft, kein Laufgeräusch, dann schneide ich mir mit S hier wieder irgendwas raus und kopiere es hier blind ein. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber hat man es nachher in der Allgemeinheit so mit den anderen Spuren zusammen, fällt es überhaupt nicht mehr auf. Dann sieht man nur noch, dass man halt sein, ja, bla, Center-Ding hat. Wichtig ist nachher Stop. Trotzdem das alles durchzuziehen, irgendwo was kopieren, wenn es nicht zu kopieren geht, wenn hier jetzt am laufenden Band geredet wird. What? Fundamentals, get over here. Hier zum Beispiel. Dann könnte ich mir natürlich hier den kompletten Part nehmen und hier rein kopieren, oder ich greife hier einfach und lasse es ein- und ausblenden. Das wird euch passieren, weil bei langen Dialogen passiert sowas nun mal, da kann man nicht alles zusammen kopieren, dann klingt's blöd. So, dann hat man einen weichen Einstieg und wichtig ist dann nachher die Centerbox mit den Effekten leiser zu machen, weil man rennt niemals so laut. Das ist ja jetzt auch alles nicht mehr ordentlich abgemischt.
das auf jeden Fall leiser zu machen. Ich sag minus 8 dB. Es reicht vollkommen, man hört ihn noch laufen. Aber diese Sachen fallen nicht mehr so auf. Wo die Ausfälle sind. So, jetzt hat man hier gerade noch gehört, wenn man an die anderen Spuren anhat. Man hört noch Zac Efron irgendwo Starb rufen. Das ist irgendwo auf dem linken vorderen Kanal, würde ich tippen. Ach, ich habe jetzt hier auch... Nee, doch. Hier wird's drauf sein. Ja, da hört man noch ein leichtes Starb. Ist es auf dem rechten auch drauf? Es ist auf beiden drauf. Dann wäre hier wichtig, entweder anfangen zu kopieren, drüber zu reden, dass man es halt nachher nicht mehr hört, oder man guckt, was man aus dem... aus den hinteren Spuren nehmen kann. Hier ist leider keine Musik drauf. Das heißt, es bleibt uns... gar nichts übrig, außer entweder... irgendwas zu kopieren oder drüber zu reden. Ich würde in dem Fall einfach drüber reden. Einfach, wenn ich jetzt selber sage hier, hey, dann wird man es nachher nicht mehr hören, wenn ich es hochgeschraubt habe. So einfach ist das. Manchmal hat man nur auf der rechten Box, also ich sag mal, du hast jetzt hier deine linke Box oder so und hier wird, irgendwas drauf gesagt. Ich habe die Centerbox jetzt noch an. Hier wird jetzt drauf gesagt, hey, blablabla, weil jetzt gerade jemand links im Bild kommt und der Tonmischer für die DVD gesagt hat, so, es wäre cool, wenn es nur aus der linken vorderen Box kommt. Dann kann man sich das Hey hier rausschneiden, aus der unteren Variante nehmen und hier reinziehen. Und dann wird man da keinen Unterschied mehr hören. Und dafür, darum benutze ich immer nur einen Kanal von den beiden, dass man halt immer einen in Reserve hat, um blöde Stücke noch auszutauschen, um sozusagen so. Und letztendlich, wenn man dann sauber arbeitet, und seine Kanäle da zulässt, wird man hier nachher, ich kann den glaube ich noch ein bisschen leiser machen, das Center. Da redet er wieder, hat man nachher eine wirklich fast perfekte IT-Spur. So einfach kann das gehen. Da ist wieder Gelaber. Jetzt kann man gucken, wie genau man das hier machen möchte. Ich kann mir jetzt, wie gesagt, auch diesen kompletten Part nehmen, das hier rauslöschen und den hier einfach nochmal einfügen. Man wird es nachher nicht hören. Es geht wirklich nur darum, dass man Atmosphäre drin hat. So. Hole ich die mir hier einfach nochmal ran durch Copy-Paste. Und so haben wir eine komplett fertig DAB-bereite Tonspur erstellt. Ja, so einfach geht das, Freunde. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Rumbasteln und hoffe, dass es bei euch auch klappt. Wie gesagt, wenn ihr eine Datei auf dem Rechner habt, die auch 5.1-Ton habt, dann könnt ihr das auch einfach direkt, könnt ihr den ersten Schritt mit Warp to MPEG und AnyDVD überspringen. Dann wandelt ihr aus der MKV-Datei oder aus der MOV-Datei oder aus dem AVI den Ton, wie gesagt, wieder mit Xmedia Record in eine WAV-Datei, 5.1-Einstellungen raus, importiert sie in Vegas. Wir können jetzt einfach mal glatt probieren, weil ich Vegas 7 hier noch mit drauf habe, ob es da auch funktioniert. Wandelt die um und müsst dann halt nur zusehen, dass ihr nachher das MKV-Video oder das MOV in irgendwas, in irgendein Format bringt, durch irgendwelche Converter jagt, dass Sony Vegas damit was anfangen kann. Und MKVs zum Beispiel öffnet er nicht. Das wird jetzt hier einfach mal kurz ein schneller Test, nur ein Import-Test. Ob es, sag ich mal, mit Vegas 7 auch geht und irgendwas zwischen Vegas 7 und Vegas 10 wird ja jeder haben. So. Und wir schnappen uns mal unsere WAV. Ah, hier scheint es nicht zu funktionieren. Nein, also in der 7er-Version funktioniert es wohl nicht. Vielleicht, wenn wir das Projekt auf... über Projekteinstellung Audio auf 5.1 Surround umstellen. Ich weiß es aber nicht genau. Nee,
Auch da will er nicht. Also wie gesagt, mit 10 funktioniert's, mit 7 funktioniert's nicht anscheinend. Dann müsst ihr ausprobieren, wenn ihr irgendwas dazwischen habt, ob es damit schon geht oder nicht. Ja, das war so mein Tutorial zu, wie erstelle ich eine Fan-Dub-Version von meiner DVD. Ich hoffe, es hat euch irgendwie was gebracht und ihr macht witzige Parodien und tolle Fan-Dubs und unterhaltet mich mit eurem Blödsinn. ja, ich bedanke mich, auf Wiedersehen und bis bald.